wird so krass cool heute. Ihr habt es schon gesehen. Ja, Alun, Mensch, erzähl mir mal erstmal ein bisschen was über Breakdance. Wo kommt Breakdance her? Gibt es eine deutsche Übersetzung sogar? Breakdance kommt ursprünglich aus New York her, aus der Bronx. Damals haben die Puerto Ricaner, sag ich mal, und die Mexikaner und Brasilianer, gab es ja da viele, die haben sich immer bekriegt. Aber da die Brasilianer diese Kampfkunst hatten vom Capoeira, entstand dadurch der Breakdance, wo sie sich immer bekriegt haben. Okay. Und Breakdance, also muss man immer eine Pause zwischendurch machen? Kommerzialisiert heißt es natürlich Breakdance, aber wir sagen eigentlich B-Boying dazu. Weil der Break ist an sich nicht das Brechen auf dem Kopf oder sonstiges, sondern es geht um die Pausen, wie du schon selber gesagt hast. Okay. Damals bei den Partys hat der DJ aufgelegt, dann kam die Breaks-Pause, die Breaker kamen rein, haben getanzt. Und deswegen hat der DJ auch zu den Leuten gesagt, ey, das sind Breakboys, also B-Boys. B-Boys. Wie alt muss man sein mindestens, um anzufangen mit Breakdancen? Es gibt kein Alter. Ich sage immer, wer gehen kann, kann auch tanzen. Okay. Das heißt, unsere Kurse starten ab 5 Jahren. Ist es so diszipliniert wie zum Beispiel beim Ballett, dass man eine bestimmte Schrittfolge am Anfang immer, also beim Ballett ist es ja so erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Position. Macht ihr sowas auch oder ist es ein bisschen lockerer beim Breakdance? Wir sind natürlich lockerer. Wir stehen auch lockerer da, so. Also wie beim Ballett. Natürlich haben wir unsere Basis und aus dieser Basis kommt alles raus. Okay. Genau. Tapje, was ist denn eigentlich los? Geht's dir heute nicht gut? Ja, du meinst, du kannst das nicht, nur weil du so füllig bist. Aber, also mal, hey, eine Figur ist doch egal, ob man dick oder dünn ist beim Breakdance, oder? Auf jeden Fall. Siehste, also, du schaffst das schon. Dann fangen wir mit der Basis an. Zeig uns doch mal was. Also, wir starten mit den Top Rocks, das heißt, wir stehen breitbeinig da. Genau. Das rechte Bein beginnt und geht nach links. Schritt. Ah, kreuzt. Genau. Überkreuzt. Von hier aus springen wir in unsere coole Position zurück. Zurück. Genau. Das gleiche mit dem linken Fuß. Step. Zurück. Genau. Das Wichtigste ist das Zurückspringen, weil wenn ihr nur so macht, kommt das nicht so cool rüber. Und der Countdown ist immer 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Jetzt kannst du die Hüfte mitziehen. Das heißt, die Hüfte geht nach vorne und die Arme gehen auf. So ungefähr so, ha, hier bin ich. Genau. Hüfte geht zurück, Arme gehen zu. Auf, zu. Auf, zu. Vor, zurück. Genau. Das ist der Top Rock. Weil das oben passiert, also alles, was im Stehen ist, ist der Top. Ist der Top. Ja. Und Rock ist halt das Tanzen. Ah. Genau, deswegen nennen wir den Schritt Top Rocks. Okay. Wir gehen weiter zu dem Six Step. Oh. Das sind 6 Schritte von der Liegestützposition aus. Linkes Bein geht nach rechts. Der rechte Fuß geht in die linke Kniekehle rein. Ich befreie das rechte Bein, gehe mit dem Arm hinter. Und parallel ziehe ich den linken Fuß hier rein. Genau, die Hüfte zeigt vor. Genau. Ist ein bisschen tricky, aber das ist so eine richtige Breakdance-Position. Und jetzt der rechte Fuß strecke ich aus. Und parallel gehe ich mit beiden Armen nach vorne. Genau, und ziehe die Füße schräg nach hinten. Ende, du hast schon wieder geschummelt. Wir kombinieren das Ganze jetzt von oben. Von den Top Rocks runter in den Six Step. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Und stehen. Okay, ich bin bereit für den Beat. Los, mit Musik, okay? Auf geht's. Erst grooven, groove, groove, groove. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, boom! Yeah! Bam! Tanztab hier! Wo ist der Tanztab hier? Habt ihr... Na, er kann das ja doch!